zwei, eins, null. Am 20. Dezember 2019 wurde das Kernkraftwerk Mühleberg für immer abgeschaltet. Als erstes in der Schweiz. Nur zwei Wochen danach hat der Rückbau des Kernkraftwerks begonnen. Nach knapp einem Jahr im Rückbau sind die Arbeiten auf Kurs. Ja, wir sind definitiv im Plan. Wir sind im vorgesehenen Kostenrahmen und das trotz Pandemie. Das macht natürlich die Mitarbeitenden stolz und mich natürlich auch. Und man sieht, dass die Mitarbeitenden wirklich in der Stilllegung angekommen sind. Im ersten Jahr haben die Mitarbeitenden des Kernkraftwerks Mühleberg verschiedene Meilensteine erreicht. So wurden bis Ende März 2020 alle Brennelemente aus dem Reaktor in das Lagerbecken verschoben. Dort kühlen die Brennelemente mehrere Jahre ab. Seit September 2020 wird das Becken unabhängig von anderen Systemen gekühlt. Im Maschinenhaus wurden zahlreiche Systeme außer Betrieb genommen und mehr als 2500 Tonnen demontiert. So konnte Platz geschaffen werden, um dort zukünftig Material von Radioaktivität zu reinigen. 2021 starten wir mit der Zerlegung der Kerneinbauten. Das sind die Komponenten, die sich während dem Betrieb im Reaktor befanden, sind hochradioaktiv und werden deshalb unter Wasser zerschnitten und auch unter Wasser verpackt. Ab 2022 bis 2024 transportieren wir die ausgedienten Brennelemente ins Zwischenlager nach Würnlingen, bis sie zu einem späteren Zeitpunkt ins Tiefenlager verbracht werden. Im Anschluss an diese Arbeiten, aber auch schon währenddessen, bringen wir radioaktiven Abfall ebenfalls ins Zwischenlager nach Würnlingen. Insgesamt dauert der Rückbau des Kernkraftwerks 15 Jahre. Am Ende der Stilllegung sind weniger als 2% der Gesamtmasse des Kernkraftwerks radioaktiver Abfall. Der größte Teil des demontierten Materials kann von Radioaktivität befreit und wiederverwertet werden. So schließt sich der Wertstoffkreislauf. Die Sicherheit nimmt natürlich auch während der Stilllegung eine wichtige Rolle ein. Der Schutz der Mitarbeitenden, aber auch der Umwelt vor Radioaktivität hat oberste Priorität. Der Strahlenschutz hat, wie auch schon während dem Betrieb, eine sehr wichtige Rolle. Gleiches gilt aber auch für den konventionellen Arbeitsschutz, denn aufgrund der Anzahl der Baustellen gewinnt er mehr und mehr an Bedeutung. Die Kosten für die Stilllegung und die Entsorgung der radioaktiven Abfälle belaufen sich auf 3 Milliarden Franken. Davon sind über 80% bereits gedeckt. Die BKW kommt für die nötigen Kosten vollumfänglich auf. Nach dem Abschluss des Rückbaus kann das Gelände des Kernkraftwerks Mühleberg entweder industriell oder naturnah neu genutzt werden. Wir stehen nach einem Jahr erst am Anfang der Stilllegung. Es ist spannend, es bleibt spannend und es ist interessant. Es gibt ganz tolle, spannende Aufgaben in der Zukunft und wir blicken natürlich zuversichtlich nach vorne.